Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit einem kleinen Let's Show-Projekt zu uns mit dabei ist. Weehawk LP, wir spielen Super Double Dragon! Ja, wir mussten uns ein bisschen da eingewöhnen und was haben wir herausgefunden, dass wir hier nichts auswählen können? Super Double Dragon! Warum auch immer? Ja. Der Rüdiger muss jetzt für Start drücken. Genau, ich muss jetzt Start direkt drücken am Anfang und es passiert gar nichts, doch jetzt? Und erst dann kann ich dazu joinen. Also er ist jetzt dieser blaue Typi. Mhm. Ich bin der rosane Typi, was ich sehr schön finde. Und wir können uns gegenseitig ebenfalls verprügeln. Genau. Und die Steuerung ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig und hakelig. Genau, sehr, sehr hakelig. Also ich komme hier noch nicht wirklich zurecht, aber das Ganze ist ja, kann man eigentlich sagen, ist ja auch blind. Also wir probieren es einfach mal so weit, wie wir kommen. Juhu! Man kann aber auch sehr viele verschiedene Moves hier machen, was ich eigentlich ganz gut finde. Man kann auch die Waffen vom Gegner aufheben. Man kann auch verprügelt werden. Mhm. Das ist revolutionär. Ein Spiel, in dem man sogar verlieren kann. Das ist revolutionär. Ja. Heutzutage gibt es das ja mehr oder weniger gar nicht mehr. Genau. Oh, aber es ist so schwer am Anfang. Ui, ja. Wir wollten eigentlich zwei andere Spiele LPen, sage ich schon, Let's Showen, aber was war das Problem mit denen? Ja, wir haben es irgendwie überhaupt gar nicht erst hinbekommen, überhaupt mal das Spiel zu starten bei dem einen. Und bei dem anderen gab es anscheinend keinen Multiplayer-Modus und... Wir waren nur in der Namensvergabe, mehr nicht. Genau. Was waren es denn für welche, willst du es sagen? Das eine war California Games 2 für Super Nintendo und das andere Carrier Aces. Carrier Aces, genau. Ein Flug-Battle-Spiel. Was man durchaus zu zweit spielen kann, aber aus irgendeinem Grund sind wir gar nicht erst ins Spiel reingekommen. Nur in diesem Menü immer konnten wir hin und her machen. Er hat einen Bumerang. Kannst du versuchen aufzuheben mit der Schlagtaste. Ups. Der kommt ja gar nicht zurück. Doch, er kommt da. Der geht durch Mann und Feind, geht er hier durch. Durch Freund und Feind, meine ich. Durch Mann und Feind. Durch Mann und Feind, juhu! Entschuldigung. Mhm, vielen Dank. So, dieser Stock schön ist... Schön weggetreten. Dieser Stock ist eine Scheißwaffe. Der hat nämlich eine miese Reichweite. Dafür, dass es ein Stock ist, eine sehr miese Reichweite. Und der lässt die Schwerter gar nicht fallen. Das ist schade. Das ist scheiße. Molotov! Und wenn die Charaktere sterben, dann kotzen sie. Ja, hörst du mal auf damit? Kick-Spamme. Mhm. Wack. Voll in den Stock rein. So. Ja, und hier hast du mich das letzte Mal K.O. gehauen. Nee, das kann man tatsächlich nicht kaputt machen. Schade. Arschloch. Oh! Okay, ja. Oh, verdammt. Das habe ich jetzt davon. Was? Double K.O.? Oder hast du mich weggehauen? Das war wahrscheinlich ich. Dafür habe ich dich weggehauen, Entschuldigung. Siehst du, wie mies der Stock ist? Ja. Der ist echt mies. Ja, du hast nie das Gefühl, dass du den Gegner triffst. Ja. Ich glaube, man trifft ihn auch tatsächlich kaum. Oh Mann. Oh! Danke. Das war. Ich hab nicht gesehen, dass du auf derselben Höhe warst. Ja, das ist hier ein bisschen schwerer zu sehen. Deswegen musst du mich nicht. Mit. Hey. Vorsicht, da kommen wieder Sushi-Verkäufer. Oh! Entschuldigung. Oh Gott. Völlig egal, ob du mit drauf gehst. Ja. Okay. Du bist gemein. Autsch. Okay. Miteinander arbeiten, nicht gegeneinander, ist das Zauberwort. Das ist hier nur ein bisschen schwer. Gerade hier in dem Aufzug ist es verdammt schwer, dass man seinen Kumpel. Wie lange geht das denn noch? Ich hab keine Ahnung. Scheint ein verdammt hohes Gebäude zu sein. Mhm. Ja, gib ihm noch mal einen mit.
Das wollte ich unbedingt machen. Boah, ich merke mir nicht, welche die Sprungtaste ist. Das war ein Messer. Was zum? Ja, du musst Start drücken. Ach, wird direkt schon gehauen. Super. Ja, ich war hier gerade am Kämpfen. Ich kann da nichts für. Kein Problem. Ups. Oh, Boomerang! Ja, aber diesmal pass auf. Fang ihn! Wo ist das scheiß Ding? Weg. Was ist weggeworfen? Sehr gut. So. Ja, so läuft das. Ich glaube, das hier ist so eine Abwehr-Dingens. Ja, genau. Hey, wo kommen die denn her? Aus Schlumpfhausen bitte sehr. Nein, der Gag ist alt. Mhm. Autsch. Entschuldigung. Ja, das passiert hier so extrem oft. Das ist natürlich ganz übel, dass man sich hier gegenseitig verkloppen kann. Das gibt's Uff. Auch... Bei? Es gibt bei den Sidescrolling-Footern, glaube ich, nicht so oft, dass man sich auch gegenseitig verletzen kann. Ja, das ist bescheuert. Gut, bei Golden Axe war das zum Beispiel noch der Fall, der hat das ein bisschen nervt, aber... Oh, ein neuer. Oh Gott. Der Big Boar... Wars. Der Big Wars. Big Boar. Der kann abwehren. Und ich kann ihn treten. Oh. Autsch. I kick you in the face. Verdammt. Das war's mit... Doch nicht mit Face. Ihm. Face! Boah, wie langsam die springen, ey. Autsch. In da Face. Ich kenne mal... In da Face. Dieser will... Der sagt mir hinterher. Face. Entschuldigung. Ich glaub... hat er nicht eben schon geschrien? Hatte ich auch das Gefühl. Jetzt ist er weg. Aber das Spiel scheint keine Story zu haben. Es wird einfach sofort drauf losgeprügelt, das ist super. Au. Och, das war jetzt blöd, ey. Der kann Sliding. Ne? Aber meistens erfährt man doch auch erst ganz am Schluss, worum es geht. Mhm. Es gibt zum Beispiel auf dem C64 so einen Sidescrolling-Prügler, der heißt Dragon Ninja. Und du prügelst dich halt von Anfang an einfach durch die Stages durch. Und wenn du dann den Endboss gepackt hast, kommt eine Meldung. Haha, thank you for rescuing me, dude. Let's go for a burger. Und das war's, damit ist das Spiel vorbei. Apropos C64. Endlos-Projekt? Ja. Du wolltest da doch noch mehr Spiele vorstellen. Ich komme im Moment nicht dazu. Ich muss Bruce Lee beenden mit Matze. Und wir kriegen es aber irgendwie momentan nicht hin. Ja, und solange Bruce Lee nicht beendet ist, will ich auch kein neues C64-Spiel zeigen. Ja, dann nicht mal Super Mario 74, sondern Bruce Lee. Oh Gott, aber Super Mario 74 ist viel besser wie Bruce Lee. Ja, wir müssen das echt mal machen, da gibt es auch keine Entschuldigung mehr für. Es gibt einen User namens Kokosnuss 34 irgendwas, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, der sich Bruce Lee wirklich schon seit Monaten wünscht, weil wir das, glaube ich, seit April nicht mehr gemacht haben. Und wir machen es aber einfach nicht. Er tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil er sich echt drauf freut jedes Mal. Und ich sag immer, ja, wir machen es bald. Aber irgendwie kommen wir nicht dazu. Boah, ich kick hier die Leute reinweise weg. Gut so. Ja, da warst du bei. Gut so. Egal. Keine Rücksicht auf mich nehmen. Nein. Doch nicht so. Oh Mann. Du Penner. Also ich muss sagen, Shinneketsu Koal war sehr viel besser als das hier. Kann man so sagen. Das hatte wenigstens auch eine Story. Ja. 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 Okay. Ich hab so diesen Skype-Opa, der so gelacht hat. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Ja. Oh Gott, das ist so genial. Ah. Oh. Oh Gott, nein!
Ja. Ey, wir sind eher damit beschäftigt, uns gegenseitig zu prügeln. Aber echt? Es war so klar, dass wir sind. Oh. Mein Kumpel hinter mir wird es dir schon zeigen. Okay. Ja. Was ist das denn jetzt? Gott. Oh. Es spackt ab. Oh Gott. Ich prügel jetzt auf alle drauf, die da stehen. Oh Gott, da bin ich wieder. Gibt's hier eigentlich überhaupt sowas wie Leben? Ja, unter Score stehen gleich die Zahlen. Ah ja, bei mir steht 0, das finde ich gut. Das heißt, du hast aber, glaube ich, 4 Continues oder 3. Okay. Das finde ich gut. Aua, mein Gott, hast du das gesehen? Du solltest hier runterkommen. Scheiße. Ey, der ist doch hochgesprungen. Was? Oh Gott. Aber jetzt ist er tot. Was hat er davon? Nö, ist er nicht. Nein, verdammt. Jetzt ist er tot. Was hat er davon? Doch. Kann man hier eigentlich rennen? Nee, kann man nicht. Nö, kann man nicht. Och, Mann. Oh Gott. Irgendwie ist das Spiel schlecht. Ja. Das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Also, es gibt ein Double Dragon Teil für. Es gibt sogar eine Menge Double Dragon Teile, speziell für Sega Genesis. Und die sind deutlich besser als der hier. Mhm. Hat unter anderem auch Mr. Mer mal zusammen mit Arcus LP mal ein Let's Play von gemacht. Okay. Ja, push start. Achso, ja. Bin ja auch noch dabei. Juhu! Juhu! Da, boah. Da! Du blöder Sack. Ey, wir kämpfen eigentlich nur gegeneinander. Irgendwie ja. Wobei mir ist gerade echt egal, wen ich treffe. Ich mache einfach. Yay! Oh Gott. Ja. Wieso hast du eigentlich rosa Sachen an? Bist du schwul? Anscheinend. Au. Au. Och man. Du versuchst mir in den Nacken zu treten? Ja, aber du bist wie immer unerreichbar für mich. Hä, wie bist du? Ah, so, okay. Was ist er denn für einer? Oh Gott! Und dann nochmal so ein Chef. Oh. Na super. Ja, komm. Du machst das. Ha! Am Ende liegt er doch. Au. Au. Zack. Bin ich gut. Zack. Und zack. Und zack. Hey, jetzt. Und star, verdammt. Es konnte nicht so weitergehen. Na, die halten beide ein bisschen was aus. Mhm. Jetzt geht er zu dir, jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich. So, irgendeiner ist platt. Meiner. Ja, der jetzt auch. Das war so klar, ey. Ich muss einfach irgendwas kloppen. Und wenn du der Einzige bist, der noch da ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat mich gerade gekillt. Oh Meier. Ich mache es wie bei Kunio Tachi. Ja, das ist echt am besten. Es funktioniert auch echt bei den meisten Kampfspielen. Einfach diese Sprungattacken. Mhm. Außer man hat einen blöden Kumpel dabei. Echt? Mhm. Vergiss es, so holst du mich nie im Leben ein. So, Muss man da jetzt hoch? Keine Ahnung. Was war da?
Nein! Ja. Hm. Muss man auf die andere. Oh! Ich hab mich jetzt erschreckt. Rüdiger, wann spielst du Amnesia? Wann machst du eine LP davon? Ja, heute noch. Cool. Mach einen Livestream davon. Das erschreckt mich hier viel mehr wie Amnesia. Meinst du, weil das Spiel so schlecht ist? Ja. Oh Mann. Also das ist wirklich sehr erschreckend schlecht, diese Umsetzung von Double Dragon. Ich habe, glaube ich, nur den ersten Film davon gesehen. Den Double Dragon Film von damals, den kenne ich auch noch, den alten Spielfilm. Ja. Und nun? Den fand ich eigentlich sogar ganz gut, muss ich sagen. Also damals. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn heute finde. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute finden würde, wenn ich ihn wieder sehen würde. Ja, das ist bei mir so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, bei mir auch. Ich war noch ein ganz kleiner, zarter Junge. Ein ganz kleiner V-Hawk. Ja, genau. War es für dich eigentlich damals schon klar, dass du einmal bei der Stadtkasse arbeiten würdest? Als du noch nicht geboren wurdest? Eigentlich nicht. Früher wollte ich immer, als ich ein Kind war, wollte ich Rennfahrer werden. Wie man halt so kleine Träume hat als Kind. Mhm. Oder Astronaut oder Pilot. Ja. Ich wollte unbedingt Formel-1-Fahrer werden. Heute habe ich noch nicht mal einen normalen PKW. Ja, sowas fängt auf der Go-Kart-Strecke an. Ja, so ungefähr. Ich wollte früher immer ein berühmter Kampfsportler werden. Oder ein Fußballspieler. Genau, sowas war bei mir auch. Zu Zeiten, wo Kickers im Fernsehen lief, wollte ich unbedingt Fußball spielen. Und später, als dann Dragon Ball im Fernsehen lief, wollte ich auch unbedingt was mit Kampfsport machen, was ich letztendlich dann sogar getan habe. Ja, ein paar Schulhofschläge. Nee, nicht Schulhofschläge, sondern ich habe dann halt wirklich auch Judo und so Sachen dann eine Zeit lang betrieben. Aber richtig weh tust du mit Judo einem nicht. Nee, ist aber zur Selbstverteidigung nicht unbedingt schlecht. Ja, für mich wäre es nix. Bei mir ist einfach Brust draufkloppen, so wie du es gerade machst. Du bist super. Halt dich da raus. Oh Gott. Nein. Ich habe den Kampffluss ein bisschen gestört, kann das sein? Ein wenig. Irgendwie macht das Spiel auch Spaß. Es ist langsam, aber wirklich auch nur, weil es so gnadenlos schlecht ist. Ich meine auch, wenn wir uns gerade so schön unterhalten. Damals, wo Kickers lief, habe ich immer gedacht, dass man die ganzen Tricks auch echt machen kann. Da hatten wir eine riesengroße Terrasse, ich weiß nicht, wie groß die war, aber die war groß genug, um ca. 10 bis 20 Gartenstühle darin zu verteilen, kreuz und quer. Okay. Da habe ich mir einen Fußball gegriffen und immer gegen diese Gartenstühle geschossen. In der Hoffnung, dass die ca. 10 bis 20 Meter weit fliegen. Oder irgend so einen Schwachsinn habe ich gemacht. Der hat Krallen, der Typ. Oh Gott! Whoop. Ah, da ist er wieder. Okay. Was ist das denn für einer? Ist ja auch noch riesengroß. Ach, der ist nicht groß. Der aus Saturday Night Slam ist, das war größer. Das stimmt, ja. Der war ja mal überhaupt kein Vergleich. Unglaublich. Autsch. Au. Bam. Ja, Kickers. Das war eine Serie, die musste einfach sein. Kickers war schön. Oder die tollen Fußballstars. Ja, das sowieso. Wobei, fand ich es ein bisschen. Da wurden teilweise die Spiele ein bisschen arg in die Länge gezogen, leider gegen Ende. Ja, viele Spiele waren so lang, wie sie auch in echt lang gewesen wären. So 4-5 Folgen lang, das entspricht 90 Minuten Spiel. Nicht allein schon das Finale gegen Tohu, was über 15 oder 16 Folgen gedauert hat oder so. Sollen 15 oder 16 gewesen sein? Das waren auf jeden Fall über 10 Folgen. Das weiß ich nicht mehr.
Das waren auf jeden Fall über 10 Folgen gewesen und die Hälfte der Folge bestand aus Rückblicken auf die alte Folge. Das weiß ich noch. Ja, manchmal war es schlimm. Das hat ein bisschen genervt. Also das letzte Spiel gegen Tohu fand ich nicht mehr so toll, dann, obwohl ich eigentlich ein riesen Fan damals von der Serie war. Aber Kickers haben sie ja richtig scheiße enden lassen. Was ist nun? Ja, Kickers haben sie ja richtig beschissen enden lassen. Haben sie gesagt, ja, Weltmeisterschaft und urplötzlich, ja, hier, zack. Fingerschnips aus ist. Ja. Die Gegner ändern sich aber auch nie. Sind immer dieselben. Jetzt habe ich meinen Nunchaku wieder. Jetzt bin ich eh wieder unbesiegbar. Yay! Klopp und ich klopp einfach. Das ist so genial, der Nunchaku. Wie die sich einfach nur auskotzen, wenn sie getötet werden. Ja. Boah. Jetzt standest du im Weg. Nein. Nein. Aha. Oh Gott. Ich glaube, ich habe dich geschlagen. Okay. Nimm dir den Stab. Okay. Jetzt geht die Klopfung erst richtig los. Toll, dein Nunchaku liegt außerhalb des Bildschirms. Das ist schlau. Oh! Was? Ach, das ist der Ryo im Spiel. Echt? Der Hurricane Kick. Ich will meinen. Achso. Ich will mein. Das war irgendwie so klar, dass das gehen müsste. Oh, das macht Spaß. Einfach immer gegen diesen Ball kloppen. Aber das macht auch Schaden. Juhu. Wow, das macht sogar Schaden bei einem selbst. Juhu. Ja, du bist jetzt gleich. Aber ja, der Ball kann einen nicht töten. Siehst du, ich kann dagegen kloppen, wie ich will. Wäre auch peinlich, von einem Ball getötet zu werden. Da kann man gut trainieren. Und wenn dann doch mal einer herkommt, kriegt er ordentlich eins in die Fresse damit. So wie er? Genau. Und du jetzt? Oh, der Arme. Och Mann. Schade, das wäre so schön gewesen jetzt. Oh Gott. Oh, schade. Das wär's jetzt natürlich echt gewesen. Oh, Game Over. Oh. Ups. Oh Mann. Getötet durch diesen Schwert-Heini. Das war so funny grad. Oh, oh Gott. Es werden immer mehr. Ich mach so lange weiter, bis ich auch Game Over bin. Okay. Du kannst ja schon mal den Resümee ziehen. Es wird nicht gut ausfallen. Oh Mann, das ist... Also, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich die anderen Double Dragon Spiele von Genesis einfach nur kenne und die wirklich um Klassen besser sind als das hier. Das ist schon wirklich ein bisschen enttäuscht. Also, das Gameplay ist sehr, sehr schlecht. Mhm. Also wirklich schlecht, muss man leider sagen. Ja, und die Charaktere reagieren so spät. Ja. Also, mir gefällt's nicht, also. Da hat wirklich ein Shin Neketsu Core hat wirklich sehr viel mehr zu bieten gehabt. Mhm. Zack. Obwohl dieses Spiel hier natürlich grafisch ganz gut ist, muss man sagen. Also für Super Nintendo-Verhältnisse ist das hier ganz schön geworden. Aber sonst, naja. Na, kann man vergessen. Was war das gerade? Ey, ja, wenn sie dich aber auch mal in der Mangel haben, die gehen sofort mit. So.
Typ hat auch immer einen Uppercut gemacht gerade hier. Hm. Aber wo bin Tiger ich? Uppercut. Ach nö. Ich kann mal einen Nunchaku gebrauchen oder so. Hm. Die werden aber auch ab wie nix Gutes hier. Na? Weia. Also Spieler ist auch, hat auch von Anfang an einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Ich finde das hier jetzt eigentlich noch nicht mal unbedingt schwerer als die Gegner, die am Anfang kamen, aber... In unserem ersten Durchlauf. Ja. Aber die, das Spiel hat wirklich von Anfang an gleich so einen hohen Schwierigkeitsgrad. Es wird nicht unbedingt viel schwerer, weil es am Anfang schon recht anspruchsvoll ist. Was ist er denn für einer? Oh Gott, Tao, bye bye. Nein, wer ist das? Was hat er denn jetzt gemacht mit mir? Weiß nicht. Oh Gott, der wehrt alles ab, ich sehe schon. Mhm. Was, so ein unbesiegbarer Kung-Fu-Meister? Oh Gott! Okay, sag nix. Oh weia, okay. Vielleicht wird das Spiel dann doch schwerer. Oh, scheiße! Vielleicht wird das Spiel dann doch schwerer. Das ist natürlich schon heftig hier. Mhm. Feier. Ja, das ist der erste richtig coole Gegner hier drin, finde ich. Ja, ja. Jetzt hat man ja gar nicht angegriffen. Boah, man, man braucht es gar nicht erst versuchen. Scheiße. Ich glaube, den kann man alleine gar nicht fertig der machen. Der ist noch übler als Ken, ey. Oh ja. Oder Shinji. Oh, 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 oh. Bleh. Jetzt besiegst du ihn. Ja. Ja. Ich? Oh. Episch. Das wird echt episch hier. Wer hätte das gedacht? Was? Oh. Game over. Oh mein Gott. Ja, ich habe ja auch schon alles in gesagt, wie ich das Spiel finde, was ich davon halte. Okay, oh. Die Musik, die ist ja sehr abwechslungsreich. Ja. Ein ganzer Track in der Endlosschleife. Mhm. Super Double Dragon. Ein sehr schönes Menü, wo man eine Sache von vier auswählen kann. Ja. Eine sehr schöne Steuerung, die mal so überhaupt nicht schwammig ist. Ja. Das einzig Nützliche sind die Kicks. Ja. Ein sehr schönes Spiel. Nee. Nicht wirklich. Shinneketsu ist besser. Auf jeden Fall. Na, das war euer Kern und... Weehawk LP. Bis irgendwann mal. Ciao. Ciao.